Braucht natürlich auch Steine, ne? Ist klar. Ach so, die Tempel auch. Was ist das hier? Und der hätte ich auch gerne auf Priorität, das Weingut. Und unser großer Tempel ist fertig und damit auch unser erster Priester. Was haben wir denn hier? Das denn ist ein Geschenk? Fisch zu Stein. Okay, also ich könnte jetzt ein ganzes Lager mit Fisch voll machen und den könnte ich dann in Stein umwandeln. Zum Beispiel. Mhm. Fischreichtum. Abkürzung heißt Schneeschmelzen. Schutzschild. Okay. Jupiters Blitz. Okay. Barbaren bekehren und Ressourcen auffrischen. Was ist denn Ressourcen auffrischen? Hm. Vielleicht in den Bergwerken, hm, wenn die leer sind. Das wäre ja auch ganz cool. Wenn wir hier wieder Kohle holen, Gold holen können. Weil es scheint schon jetzt zu sein, er ist voll mit Futter und es kommt nichts mehr. Das kann nicht sein, es wäre zu früh. Da muss noch was gehen. Ja, da geht auch noch was. So, wir haben hier oben unsere Burg, dann brauchen wir hier oben auch unsere Kaserne. Ich hoffe, unsere Waffenproduktion ist nicht zu weit weg, es muss dahin gehen. Kaserne, hier. Hier. Und dann daneben. Und dann brauchen wir ein Lazarett. Dann haben wir hier oben alles erstmal, was wir brauchen. Vielleicht noch einen schönen Aussichtsturm. Nein, die Burg haben wir ja dann da. Wäre jetzt auch Ressourcenverschwendung. Okay, Prioritätsgebäude gehen dann doch ganz gut. Waffen haben wir auch schon ein paar. Ein Schwerter, ein Bogen. Wird die Rüstung vom Kommandant nicht eingelagert? Doch. Ich wollte noch ein Kohlelager bauen, gell? Da ist es. Prio. So, jetzt schauen wir mal. Gehst du... Wo pflanzt du? Pflanzt du in der Sonne oder im Schatten? Auf der Grenze. Auf der Grenze. Dumm. Tja. Weiter zum Gold. Come on. Hier brauchen wir auch einen Aussichtsturm. Also lang kann es nicht mehr dauern, bis wir einen Gegner sehen. Ich Scherzkeks. Kommen wir von der Seite auch irgendwie ans Gold? Probieren's. Oder ist hier vielleicht noch irgendwo Gold? Hallo Herr Geologe, geht mal hier rüber. Was haben wir denn hier noch alles Schönes? Ja. Alles, nur nicht das, was man braucht. So, die Steininflation haben wir hinter uns. Holz haben wir auch jede Menge. Ist es jetzt... Ein Lager ist fertig. Okay. Kohle. Das Wohnhaus ist auch schon 100 Jahre in Bau, gell? Wie schaut's denn bei dir aus? Du machst die erst weg. Ja, alles okay eigentlich. Hier oben wird geschafft. Einen kleinen Tempel haben wir auch schon fertig. Aber jetzt nochmal zu dem Weingut. Es sieht ja eher nach, ja, Sonne aus. Da
dann bauen wir es hier hin, das nächste. Und geben dir hier schön an Hang. Und das finden wir jetzt mal raus. Immerhin haben wir mal 3 Rebstöcke. Das ist ja schon mal mehr an als ich mich früher erinnern kann. Wie das also, ja. Vor allem, das Problem bei Siedler ist, was ist denn ein Berg? Es ist ja alles Blatt. Ne? Das könnte ein Berg sein. Oder ein Hang. Berg ist ja das hier alles, was grau und weiß ist. Der hat nichts mehr zu tun. Geh da mal von den Mayas weg. Geh du mal hier weitermachen. Jo. Wie schaut's denn hier aus, essenstechnisch? Im Prinzip bräuchte ich auch ganz dringend noch 2 Bauernhöfe und... Pushen wir mal gerade eben ein bisschen die Nahrungsproduktion. Also, Brunnen. Brunnen. Hier hin. Dann, hier möchte ich mal noch keine Bauernhöfe bauen, weil ich hier vielleicht Wein anbauen kann. Fragezeichen. Du stehst mir schon fast im Weg. Machst du dann noch die Bäume weg? Das könnte hier auch Hanglage sein, ne? Dann bauen wir mal noch einen Bauernhof hier hin. Ja, so vielleicht. Und bauen. Eine Schafzucht. Ich wollte gerade Schweinezucht sagen, aber wir sind ja Römer. Hier, und das braucht eine Schafzucht. Eine zweite und eine Schlachterei kriegen wir. Dahin. Begeistert bin ich nicht. Eigentlich wollte ich die in Richtung Minen bauen. Aber okay, besser wie nichts. Wie schaut's denn hier oben aus? Okay, die Baracke ist wenigstens mal fertig. Expandieren wir hier weiter. Und erschließen uns noch ein paar Steine. Die Frage ist, ob das nicht so weit weg ist. Ich hoffe nicht. Jetzt muss ich da mit Eseln Waffen hochfahren, aber der trägt die Waffe. Nein, alles gut. Alles gut. Geht was. Dann kracht ihr wahrscheinlich als auch das Gold hoch. Und wir sagen, bau mir bitte hierhin Elite-Krieger. Also verbrauchen wir jetzt mal das ganze Gold. Beziehungsweise wir fangen mal mit dem Kommandanten an. Dass der auf jeden Fall gebaut wird. 5 Medics sind immer gut und Bogenschützen und Ritter. In unendlich. Wir haben 97 freie Siedler. Das bedeutet wahrscheinlich auch, dass das Wohnhaus jetzt dann endlich fertig geworden ist. Und wir geben gleich das nächste in Bau. Ja. Ja, okay. Steine noch schön weg. Du bist ein Geologe ohne Arbeit. Du gehst
hier hin. Und du gehst auch hier hin. Mehr Geologen ohne Arbeit? Auf den ersten Blick nicht. So. Machen wir ein bisschen hier weiter. Wie schaut es denn eigentlich mit Nahrung aus? Was haben wir denn? Fische haben wir jede Menge. Ein bisschen, ja. Alles okay eigentlich. Der Holzfäller findet keine Bäume mehr. Dann machst du mir, bevor ich dich abreiße, hier noch die Bäume weg. Und jetzt bin ich gespannt. Ersetzt sie. Aha. Das heißt, dich muss ich umsetzen. Und zwar hierhin. Und er geht auch gleich. Oh, Mana. Kann ich schon zaubern? Wo ist denn meine Mana-Anzeige? Das braucht 12 Mana und ich habe 15. Das geht. Da. Ha! N1, nice. Aber wir brauchen nichts davon. Toll. Ich baue jetzt mal noch ein Lager und schau, dass ich die ganzen Werkzeuge mal irgendwo da wegkriege. Die liegen ja einfach im Weg rum. Sind die Römer? Wir räumen ein bisschen auf. So. Noch rumfahren. Der Steinhauer findet keine Steine mehr. Doch, findest du. Und zwar hier. Jetzt passt auf, Freunde, jetzt geht's. Jetzt wird Alkohol produziert. Hahaha, ich schmeiß eine Party. Hätte ich mir einfach mal drüber Gedanken gemacht. Wahrscheinlich, wenn ich in Google eingebe, wo baut man am besten am Hang Wein an, dann steht da, da wo am meisten Sonnenstunden sind. Natürlich ist auch so. Und dann kann ich den Siedlern ja überhaupt keinen Vorwurf machen. Wahrscheinlich sind die Entwickler oder ehemaligen Entwickler alles gute Weinkenner. Und wenn das jetzt einer von denen sehen sollte, dann hat er sich wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal dezent an den Kopf gefasst. Naja. Will jemand einen Wein? So, voll besetzen. Werden wahrscheinlich gleich wieder alle verschwinden. Und da die Burg fertig ist, reißen wir unsere hier unten jetzt ab. Bam. Und ziehen alle Ritter da hoch. Alle aus dem Weg. Macht Platz für die Bauernhöfe. Eine Sense. Okay. Kein Ding. Gebe jetzt auch. Habe ich noch Spitzhacken? Ja, jede Menge. Komm, ich gebe jetzt dich auch im Bau. Und dich hier auch im Bau. Habe ich nur 3 Kohleminen gesetzt? Ja. Dass ja die Produktion weiterläuft. Und jetzt wäre halt der Punkt. Ich hätte gern. Ja, ich hab's. Guck. Gold. Und da setzt man natürlich gleich 2. Eine hierhin. Und die ist ein bisschen blöd zu erreichen. Ein Lager? Ah. Hier bitte mal
Spitzhacken, Hämmer, Angeln, also das ganze Werkzeug, Gelumpe mal rein. Das war nur nice to have. Und ich baue euch hier, also das Goldbergwerk fährt ja auf Fische ab. Euch hier gleich eine Fischerhütte einmal. Und ihr kriegt auch noch hier irgendwo eine zweite. Nahrung, Fischerhütte hier. Eine zweite. Und es wir bauen hier auch nochmal irgendwie so ein mittleres Wohnhaus hin. Ja, weil wer weiß. Und da sind Steine. Schön. Unsere Siedlung geht's, kann man es glaube ich so sagen, echt ordentlich. So. Jetzt schnappen wir uns mal einen Priester. Dann gucken wir, was wir uns noch so wünschen können. Der Zauberspruch wird übrigens immer teurer, umso öfter man ihn verwendet. Aber noch ist das alles. Ja. Zack. Nein. Zack. Ich habe nicht genug Magie. Sag doch was. Kommt ihr hinterher? Du hast keine Pullen. Also irgendwie auch hier wäre, glaube ich, ein großes Wohnhaus mal angebracht. Muss hier mal ein paar rumstehen. Ja, hier. Und wir expandieren weiter. Hier hin. Gut. Gut, gut, gut. Hier läuft's. Ich bin begeistert. Hier läuft's. Noch ein Bauernhof vielleicht. Ah, vielleicht auch zwei. Und das, sobald der Holzfäller weg ist. Weil das ist zu wenig. Der Steinhauer findet sehr wohl noch Steine. Und zwar, wenn er aus seinem Fenster guckt. Mann, muss man denn euch alles zeigen? Wahrscheinlich du Holzfäll. Ja, doch. Wein. Hier ist die Baracke fertig. Und hier sollten wir vielleicht, also was sollte, es sieht schöner aus, wir bauen hier einen Aussichtsturm hin. Genauso wie hier einer fehlt und ich war jetzt hoffentlich nicht im Weg, nein, passt. Auch hier ein Frühwarnsystem. Und wir geben Gold in Priorität. Leute, Leute, Leute. Ich brauche Klunker, Klinker, Klanker, Klunker. Das Wohnhaus hier wird fertig. Was haben wir denn noch? Steine eigentlich. Und Hammer und Schaufeln. Da haben wir noch 5. Okay. Wir tun nochmal unsere Siedler aufstocken, was Produktionsmannequins betrifft. Du kannst noch Steine abbauen, okay. Hier liegt alles voll mit Schwertern, weil jetzt das Gold fehlt. Das macht nichts, ich will ja jetzt eigentlich noch gar nicht groß in die Rüstungsproduktion einsteigen, weil ich habe ja keinen Gegner vor der Nase. Übrigens sind wir schon. Da ist der Gegner. Übrigens sind wir schon bei 71% Militärstärke. Gar nicht schlecht.
frag mich, ob ich mehr kleine Tempel brauche. Der hat immer Wein da und der, der liegt wahrscheinlich besoffen unterm Tisch. Seit 30 Minuten nicht gespeichert. Ja gut, dann so, ne? Ja, dann spielen wir jetzt ja schon wieder eine Stunde am Stück. Und haben damit wieder 3 Folgen produziert. Wenn ich bei den 20 Minuten Folgenlänge bleibe und es nicht ein bisschen länger machen sollte. Schauen wir mal. Auf jeden Fall machen wir noch ein bisschen. Alles läuft ja ganz gut. Fast zu gut. Jetzt werde ich bestimmt gleich von irgendeinem überrannt. Und dann beiße ich mir in den Arsch. Oder so ähnlich. Hier rumfahren. Jede Menge Werkzeug. Wir könnten auch noch 2 Sägewerke bauen, aber für was? Wobei ich keine Holzreserven habe. Ich wollte euch noch ein Forsthaus vorhin bauen. Das sieht so trostlos aus, der Wald. Auch du wirst Priorität. Und hier können wir doch einen Bauernhof jetzt reinsetzen. Und ich gebe noch 2 Angeln in Bau. Oh, 1, 2. Und sage ciao, bis gleich.